Leute, das fühlt sich wieder richtig geil an, zurück in Deutschland zu sein. Ich war gerade in Brasilien, in Rio, Portugal, Porto, danach in Lissabon. War eine richtig geile Reise, da kommen noch ein paar coole Vlogs. Ich habe auch ein richtig gutes Video für euch vorbereitet. Aber ich habe gerade eine Mail reinbekommen, und zwar von Fit One. Passt auf, ganz, ganz wichtig. Ich weiß, es ist noch lange, lange hin, beziehungsweise knapp 2 Monate. Aber alle von uns sind immer so busy, dass die Terminkalender voll sind. Deswegen schaufelt da jetzt mal einen Tag frei, denn das beste Gym Deutschland macht's demnächst auf. Ich habe mir sagen lassen von Fit One, dass es noch größer und noch besser wird als das Gym in Stuttgart, als das Fit One, was schon viele von euch kennen. 5-stöckiges Fitnessstudio. Und die neuen Features in Hamburg am 30.07. werden sein über 6000 Quadratmeter Trainingsfläche. Über 1000 Quadratmeter allein schon für Kurzhanteln bis 60 Kilo. Es wird 8 HD-Racks, also von Hammer Strength, geben. Das sind diese richtig krassen Racks, die guten Dinger, Leute, in denen man richtig trainieren kann und auch mal was fallen lassen kann. Dann gibt es den größten Kabelzug Europas. Und dann haben wir natürlich noch viele Specials mit drin, wie Solarium, Massarium, ein riesen Wellnessbereich, also auch nochmal noch größer als der in Stuttgart. Und für alle Leute, die Kurse mögen, gibt es einen richtig heftigen Les Mills Kurs in einem großen Raum, wo das Bike mitgeht, 3D-mäßig. Ich habe einen kurzen Clip gesehen, Leute. Es ist ein absoluter Killer. Und dass ich nichts vergesse, hole ich jetzt noch ganz kurz mein Handy her, denn ich will euch wirklich die vollständigen Infos geben. Es wird wieder ein Live-Training mit mir geben. Das heißt, ich trainiere wieder, erkläre Technik, erkläre verschiedene Sachen. Dann werden wir noch ein Seminar haben, wo es dann hauptsächlich um Ernährung gehen wird. Und ganz heftig, eine Fitness-Food-Küche. Das heißt also, für alle Leute, die nach dem Training Healthy Food essen wollen, können sich dort noch direkt richtig und gesund ernähren. Und es gibt noch einen Fitness-Prama-Raum für interaktives Functional Training. Das ist auch noch eine sehr, sehr coole Sache. Das heißt, kommt einfach vorbei, schaut euch alles an. Das Ding ist für alle frei offen. Ich werde da sein, es werden viele, viele andere da sein. Ich freue mich riesig auf euch. Und ab jetzt habt ihr die Möglichkeit, für 18 Euro statt 28 Euro den VIP-Pass zu sichern, die Mitgliedschaft. Das heißt, alle Infos könnt ihr euch einfach hier unten auf fitone.de einholen. Und jetzt viel Spaß beim Video. Was geht? Karl hier, der vegane Bizeps grüßt und die vegane obere Brust grüßt ebenfalls. Und ich habe was Neues für euch. Ich habe nicht nur neuen strukturierten Content, nein, ich habe jetzt auch immer, falls die GEMA mir das durchgehen lässt, immer einen Song des Tages. Und zwar, was ich mir derzeit reinziehe, Leute. Passt auf. Das gefällt mir richtig gut. Hey, ganz genau, Rihanna Rehab Remix, und zwar von, der Song heißt Work. Leute, ich bin jemand, ich ziehe mir die Sache immer auf Schleife rein. Der eine oder andere zieht sie vielleicht, hoffentlich auch dieses Ernährungsvideo auf Schleife rein. Denn es ist ganz, ganz wichtig. Und zwar, wir legen jetzt los, was ich machen werde, wenn ich es technisch hinbekomme. Ja, ich werde jetzt bei allen Videos im Ernährungsteil immer so ein E drauf machen. E1 irgendwo rechts oder links oben im Eck. Ich habe es jetzt hier am Start, Leute. Und es wird jetzt immer Videos geben im Bereich Ernährungstheorie oder Praxis. Da wird es Training geben. Dann wird es noch ein Community-Video geben mit Q&As und so weiter. Und dann wird es auch noch ein Video geben, wo ich dokumentiere, was bei mir gerade derzeit läuft. So eine Art Vlog. Aber was natürlich ganz, ganz wichtig ist, ist, dass mir jetzt vor allem im Sommer, wenn es wieder drauf ankommt, gibt es einen ganz coolen Channel außerdem in USA. Train to look good naked. Und ich sage immer, eat to look good naked. Ja? Da gehen wir jetzt auf die Ernährung ein. Ich will ganz, ganz kurz auf meine Ernährungsphilosophie eingehen. Und worauf begründet sich meine Philosophie? Leute, ganz klar auf Wissenschaft. Wenn ich mir Leute anschaue und diesen Leuten auch zuhören, dann ist mir immer ganz, ganz wichtig, wissen die Leute überhaupt, wovon sie sprechen? Haben sie es praktisch umgesetzt? Und wo haben sie ihr Wissen überhaupt her? Ich habe natürlich auch selber viel ausprobiert, aber wo ich mein Wissen her habe, Leute, hauptsächlich, ich habe jetzt mal nur ein Zehntel von meinen Büchern gerade dabei, aber dass ihr mal ungefähr wisst, wo ich mich einlese und was meine Quellen sind. Einen Augenblick, ich bin gleich wieder zurück. So. Ganz wichtig für mich, Dr. Brian Clement. Ja, ganz, ganz wichtig. Von ihm habe ich schon 10 Bücher gelesen.
Hier, das ist beispielsweise Wunderlebensmittel. Außerdem, ich lese die ganzen Bücher durch und fasse das ganze Zeug zusammen. Ihr müsst diese Bücher nicht alle lesen, ja. Wenn der ein oder andere das ein oder andere Buch kaufen will, ja, ich werde die immer noch auflisten. Aber ich muss auch schon sagen, ich bin jetzt schon seit 8 Jahren am Lesen und habe schon wahrscheinlich 200 Bücher in diesem Bereich gelesen. Dann ganz, ganz wichtig, Dr. Neil Barnard, Power Foods for the Brain, ganz, ganz wichtig. Dann Neil Barnard, Reversing Diabetes, Bücher Never Sick Again. Ihr seht also sehr, sehr viele Gesundheitsbücher, Bücher über Krankheiten, Bücher über Ernährung. Brandon Brasier, veganen Topform beispielsweise, oder jetzt auch neuerdings, und ihr seht auch, ich schreibe auch immer sehr, sehr viel mit, also ich mache mir Notizen, und das Wichtigste ist, Leute, die Bücher auch wirklich mehrmals lesen, die Dinge umsetzen. Hier, How Not to Die von Dr. McGregor, auch ein sehr, sehr gutes Buch. Das waren jetzt nur Teile, dass ihr wisst, bei mir geht's Nummer 1, hier oben steht es, ja, Nummer 1, primär drum, wissenschaftliche Dinge sich anzueignen, die umzusetzen und schauen, was funktioniert und dann diese Dinge weiterzugeben. Der zweite Punkt ist, okay, Hauptziele versus Nebenziele. Bei mir sind die Hauptziele nicht, dass der Bizeps 50 cm hat, dass der Sixpack immer gestellt ist und so weiter. Ne? Das sind bei mir nicht die Hauptziele. Die Hauptziele sind bei mir Funktion, ja? Körperliche Funktion, auch noch mit 60, mit 80. Deswegen pumpe ich mich jetzt auch nicht mit Steroiden voll und mache alles nötige Zeug, sondern bei mir ist ganz, ganz wichtig Funktion und Nachhaltigkeit. Der zweite Punkt, Leistung. Dass man gut trainieren kann, schwer trainieren kann, körperlich und geistig einfach viel Leistungskapazität besitzt. Man fit ist, Wellness, Gesundheit, Kraft etc. Und dass man dann natürlich eine super Optik bekommt. Das ist dann von einer guten Ernährung das Nebenziel. Man wird mega fit. Man wird richtig gut aussehen, fit aussehen, aber nicht nur die Muskeln haben, sondern auch eine gute Haut haben. Ja? Einfach gute Körpermerkmale, gesund aussehen, gute Nägel und so weiter, auch für die Frauen beispielsweise, gute Haare etc. etc. Das sind ganz, ganz wichtige Punkte. Und das sind aber alles wirklich Nebenziele, die kommen dann so oder so, wenn man das Ganze richtig macht. Man wird nicht mehr krank. Ich war schon seit x Jahren nicht mehr beim Arzt, außer für Bluttests, bin immer top gesund, brauche relativ wenig Schlaf etc. Dann, der nächste Punkt ist, eine vegane pflanzliche Ernährung, die auf echtes, ganzes Essen setzt. Mit echtem, ganzem Essen meine ich, im Supermarkt fällt nur 20%. Hauptsächlich Früchte, Hülsenfrüchte, Obst, Gemüse, Salate, Kartoffeln, Getreide und so weiter. Alles, was in 10 verschiedenen Verpackungen so ist, darf maximal 10-20% der Ernährung darstellen. Und das sind nächste Leute. So viel Rohessen und die Verarbeitung, wenn was verarbeitet wird, die Sachen nicht tot kochen oder bei 300 Grad im Backofen oder frittieren, sondern wirklich nur schonen und dünsten und so viele Rohkost konsumieren wie möglich. Der nächste Punkt ist High Carb. Nicht diesen Low Carb Quatsch. Dieses Low Carb, das kommt aus der Pro-Bodybuilding-Vorbereitungszeit, wenn die sich für ein Fotoshooting ein, zwei, dreimal im Jahr komplett runterrippen müssen, dann sehen die optisch vielleicht kurzzeitig am besten aus, aber die Leute, die fühlen sich beschissen, es ist nichts Nachhaltiges. Unser Gehirn funktioniert mit Glucose, unsere Muskelkontraktion, unsere Mitochondrien funktionieren am allerbesten und vor allem auch am saubersten, am gesündesten mit Kohlenhydraten, ja? Aber mit ganzen Kohlenhydraten, ich rede jetzt nicht von irgendwelchen zuckrigen Drinks, irgendwelchen Shakes, sondern ich rede von Früchten, ich rede nicht von Fructose oder von Traubenzuckerextrakten, ich rede von echtem Essen, echten Früchten, echten Kohlenhydraten und natürlichem Zucker in Verbindung mit Wasser, mit Ballaststoffen, mit Vitaminen, mit Enzymen, mit Mineralen, in einer ganzen Verpackung, ja, das ist ganz, ganz wichtig. Medium Protein. Keiner, der natural trainiert, braucht 200, 300, 400, 500 Gramm Protein. Das sind alles Mythen. Ich esse am Tag zwischen 100 bis 150 Gramm Protein auf knapp 100 Kilo Körpergewicht und baue nach wie vor Muskelmasse auf. Wenn ihr mal meine ersten Videos anschauen wollt und schauen wollt, wie ich aktuell aussehe, ich habe vegan über 10 Kilo Muskelmasse aufgebaut. Ich habe vegan, pflanzlich, im Bankdrücken 20 Kilo aufgebaut. Ja, mindestens, ich habe im Kniebeugen und im Kreuzheben weit über 50 Kilo Kraft aufgebaut. Ich bin im Laufen besser geworden, im Sprinten besser geworden, okay? Und Low Fat.
laufe. Und ich sage auch, ich definiere mich auch über das, was ich mache, nicht das, was ich nicht mache. Ich werde jetzt nicht erzählen, ich esse kein Fleisch, kein Käse, kein Milch, ich mache dies, nicht das. Nein, ich erzähle hier, was ich mache, nicht das, was ich nicht mache. Ja, und ich will es auch hier nicht durch die Gegend predigen, sondern ihr sollt diese Dinge vorleben, dann wird es euch top gehen, die Leute werden es nachmachen. Low Fat heißt für mich maximal ein Esslöffel Öl am Tag, wenn überhaupt, ja. Eine Handvoll Nüsse, es sei denn, man ist ein Hardgainer oder muss Gewicht drauf packen. Aber ich rede jetzt hier in Ratios von ca. 60-80% Kohlenhydraten am Tag, ja, und auch nach 18 Uhr. Ich rede hier von irgendwo 15-25% Protein, tendenziell eher in Richtung 15%. Und hier rede ich von ca. 10% Fat Intake. Und ich rede von If It Fits Your Macros und ganz wichtig Micros. Und das erzähle ich jetzt oder das erkläre ich jetzt folgendermaßen mit diesem Spruch. Und zwar: Don't just count your calories, aber make your calories count. Für die, die kein Englisch können, du sollst nicht nur deine Kalorien zählen, sondern du sollst auch schauen, dass deine Kalorien zählen. Was heißt es? Wenn ich am Tag 600 Gramm Kohlenhydrate konsumiere, ja, dann will ich schauen, dass diese Kohlenhydrate so viel Ballaststoff, so viel Vitamine, Minerale, Enzyme, Flüssigkeiten etc. mit sich bringen. Das heißt, was ist besser? Ein Kohlenhydrat aus einem Zuckerwürfel oder aus einer Kartoffel? Ja? Ein Kohlenhydrat aus irgendeinem vertrockneten Cracker aus einer Verpackung oder aus einer Erdbeere? Was bringt dieses Kohlenhydrat noch mit sich? Ja? Wenn ich am Tag beispielsweise 50 Gramm Fett konsumiere, welches Fett wird besser sein? Das Fett, was ich nach Ladenschluss bei McDonald's auf der Fritteuse rauskratze? Das Fett, was ich aus einem Magnum-Mantel oder aus einem Magnum, ich habe letztens, Leute, ich hab was gesehen, da wäre ich fast schwach geworden, ja, und ich cheat ja nicht mit unveganen Sachen. Ich habe ein Magnum gesehen, Double Peanut Crunch oder wie das hieß. Sind diese Fette besser oder ist ein Fett aus einer Avocado besser? Aus Chiasamen, aus Leinsamenschrot, aus Walnüssen? Was ist besser? Wenn ich den ganzen Tag aus diesen 50 Gramm Fetten nur Omega-6-Fettsäuren esse, anstatt Omega-3-Fettsäuren, die Balance stimmt nicht. Es passiert viel im Körper, ja? Und mit den Proteinen genauso. Esse ich beispielsweise Casein-Protein, Milch- oder Tierproteine, was laut der China-Studie sogar zu Krankheiten führen kann, bis hin zu Krebs, oder esse ich ein sauberes, pflanzliches Protein, ja? Esse ich Proteinquellen, Kohlenhydratquellen und Fettquellen, die diese ganzen Nährstoffe mit sich bringen, ja, dann ist es ein Unterschied zwischen Kalorien und Nährstoffen. Ganz, ganz wichtig. Das heißt also, wir essen so viel gutes Essen, wie es geht, so viel Rohkost, wie es geht und so weiter und so fort. Dann kommen wir zum nächsten Punkt der Ernährungsphilosophie und keine Angst, wir gehen jetzt in den nächsten Wochen im Ernährungsteil viel, viel, viel tiefer auf all diese Punkte ein. Wer es nicht abwarten kann oder bereits im Premium-Bereich ist oder in Bodybuilding 360 schon drin ist, der weiß das schon alles. Wer sich abwarten kann, der meldet sich heute noch an. Nicht morgen, der meldet sich heute noch an. Okay? Auf jeden Fall kommen wir zu Timing und Frequenz. Und was hier ganz, ganz wichtig ist, ist, dass diese Dinge ja, im Endeffekt ein bisschen übertrieben wurden durch die Bodybuilding-Industrie. Da hieß es, man muss 6 kleine Mahlzeiten am Tag essen und so weiter. Viele Dinge werden verkompliziert. Ich persönlich bin der absoluten Überzeugung, dass man dem Körper Ruhe geben muss. Der Bauchspeicheldrüse, jedes Mal, wenn ich was esse, dann muss der Körper wieder Insulin produzieren, der Körper muss arbeiten, er muss neu verdauen. Für mich ist es ganz wichtig, dass man die Mahlzeiten so einfach hält wie möglich, dass man am Tag 2-3 Mal isst, am besten in einem Zeitfenster von nur 8-12 Stunden, dass der Körper auch mal mindestens 12-16 Stunden hat, um sich auszuruhen, um sich zu reinigen, dass man beispielsweise 3-4 Stunden vom Training und vom Schlafen gehen nichts mehr ist, weil der Körper dort verdauen muss, für die Regeneration, auch für einen besseren Pump und für Leistung im Training. Das sind solche Sachen, ja. Dann die Frequenz, ja, wie oft man isst, wenn man isst, dann man den Körper erstmal wieder 3-5 Stunden ruhen lassen. Solche Dinge, ja, das sind alles Philosophiepunkte, die ich für mich selber gemerkt habe, die ich für über 10.000 Kunden und Klienten schon gemerkt habe und die ich natürlich auch aus diesen wissenschaftlichen Lektüren habe. Und das Krasse ist,
Diese Bücher, die decken sich alle zu 80%. Ja? Und das sind die wirklichen Bücher, nicht von den Wissenschaftlern, die von der Pharmaindustrie gesponsert werden oder die von der Fleisch- und Milchindustrie gesponsert werden. Ihr müsst auch immer wissen, wenn ihr ein Buch von jemandem liest, wo kommen seine Studien her? Wer finanziert das Ganze? Geht dem Geld hinterher, Leute. Ganz, ganz wichtig. Schaut, wer profitiert von dem Ganzen. Okay? Was haben wir noch hier? KIS. Keep it simple, Leute. Ich mach's wirklich ganz, ganz simpel. Ich esse pflanzliche Lebensmittel. Ich esse echte Lebensmittel. Ich habe 3 verschiedene Frühstücks, zwischen denen ich abwechsel. Wenn ich koche, dann koche ich so viel, dass es für 5-mal Essen reicht. Ich esse oft mittags und abends das Gleiche. Ich mache das extrem einfach. Ich habe zwar viel Variation, aber ich mache es einfach. Ich esse nur 2 bis 3 Mal am Tag. Bekomme trotzdem meine 4.000, 5.000 Kalorien rein. Ja? Einfach halten. Ganz wichtig. Ein Pfad, den einfach durchziehen. Ja? Und dann ganz zum Schluss steht hier bei Ernährung Supplements. Ja? Und bei mir ist auch bei den Supplements nicht Kreatin oder Protein ganz oben. Nein, bei mir sind eben die Basics, die Mikronährstoffe ganz oben. Für mich ist ein wichtiges Mineralstoffsupplement extrem wichtig, dass man alle Mikronährstoffe im Bereich Supplements, Spurenelemente, Ultraspurenelemente abdeckt. Ja, geprofilte Zellstoffreihe beispielsweise ist für mich extrem wichtig. Das ist Punkt Nummer 1. Punkt Nummer 2, Omega-3-Fettsäuren beispielsweise. Ja, und wenn es in irgendeinem Bereich Vitaminmängel gibt, und die gibt es bei fast jedem, beispielsweise bei Vitamin D3 und bei B12, das muss auch immer abgedeckt werden. Das heißt, Vitamine, Minerale, essentielle Fettsäuren. Das ist bei mir Punkt Nummer 1. Punkt Nummer 2 ist dann erst, brauche ich einen Proteinshake, brauche ich einen Gainer. Und dann ist erst Punkt Nummer 3, beispielsweise für mich, für alle Sportler, egal ob es Fußballer ist, ob es Bodybuilder ist, ob es ein Fighter ist, Kreatin-Beta-Alanin. Kommt aber dann erst nach diesen anderen Dingen, ja? Kreatin-Beta-Alanin, Booster, Intra-Workout-Supplement, Aminosäuren, das ist dann quasi für mich die 3. Stufe. Das heißt, erst die Mikronährstoffe abdecken, die Makronährstoffe abdecken und dann erst die ganzen Zusatzsupplements für Kraft, Ausdauer, Aminos für Muskelschutz und so weiter und so fort. Das ist dann hier erst der allerletzte Punkt. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wie schon gesagt, wir werden jetzt hier mit 4 Kategorien auf dem Channel weitermachen. Ernährungskategorie, Trainingskategorie, Community Q&A Kategorie und was bei mir persönlich läuft im Bereich Vlogs und so weiter. Ich habe noch viel, 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 viel zu erzählen. Schreibt mir bitte, nehmt euch bitte die Zeit, um ein Feedback zu geben, um Kommentare zu schreiben, auch wenn ich nicht alle beantworte, ich lese sie alle durch und involviert euch hier ein bisschen. Ja, denn das ist nicht nur mein Channel, das ist unser Channel. Und ich will hier eine Interaktion haben auf gleicher Ebene. Das ist mir ganz, ganz wichtig. Gebt mir bitte euer Feedback. Wir sehen uns sehr, sehr bald wieder. Ich werde jetzt schauen, dass ich einen Rhythmus reinbringe. Ich habe natürlich einen sehr, sehr guten Fahrplan. Den werden wir auch hinbekommen. Die Informationen, die jetzt hier rausgehauen werden, Leute, die werden high-end. Wir werden diese ganzen Punkte besprechen. Macht euch drauf gefasst. Haut rein, euer Karl. Ciao. Bevor ich euch gehen lasse, will ich euch noch ganz kurz sagen, auf welches Thema ihr euch beim nächsten Mal freuen dürft, und zwar das Thema Kohlenhydrate in Bezug auf Diät, Sixpack, Sommer und so weiter. Wie viel Kohlenhydrate, wann, warum und natürlich bezogen auf die Jahreszeit. Und dann werden wir auch die ganzen Mythen platzen lassen und wirklich sagen, was man machen soll. Bis zum nächsten Mal.